Wer schrill, bunt und laut ist, fällt am meisten auf. Musiker und Diakon Andy Weiß findet aber, dass tolle Sachen nicht immer laut sein müssen. Auf ganz andere Art will er über den Glauben an Gott ins Gespräch kommen. Mit seinem Debütalbum Ungewohnt leise. Ungewohnt leise gehst du mit, auf deiner Weise bist du da, auf meiner Reise. Ungewohnt leise präsentiert sich Andy Weiß mit seinem neuen Soloprogramm auf seiner Tour. Dabei ist der bayerische Diakon und Künstler eigentlich gar kein leiser Typ. Wenn man viele laute Projekte macht, und ich mache gerne viele laute Projekte, ob es jetzt musikalisch ist oder sonstige Projekte, dann merkt man, dass nicht unbedingt nur das laute Gehör findet. Ich merke, dass in unserer heutigen Zeit, wo vieles laut ist, die Werbung laut ist, die Musik laut ist, das Fernsehen laut ist, alles um uns herum sehr, sehr laut ist, meistens oft die vielleicht leiseren Töne dahin kommen, wo sie hinkommen sollen, sprich an das Ohr und dann vor allem auch an das Herz der Leute, die man erreichen möchte. Solange du ihnen räumen lässt. Der Musiker und Seelsorger hat viele Menschen bereits in Lebenskrisen begleitet. Laute Rockmusik wird dieser Stimmung nicht gerecht, findet er. Deshalb spricht er Menschen in schweren Zeiten lieber leise zu, dass Gott sie tragen will. Ich bin bald wie, egal wohin dein Herz sich fühlt, ob es meine Liebe spürt, ob man mit dir deine Sorgen teilt. Ich bin bei dir, ich bin bei dir. Passend zur CD hat Andy Weiß auch ein Buch herausgegeben. Darin erzählen Menschen besondere Erlebnisse mit Gott. Was mich bei den Geschichten sehr fasziniert hat, war diese Erfahrung, Gott ist mit mir im finsteren Tal, mitten in den Schwierigkeiten dabei. Eine Geschichte davon, zum Beispiel Jörg, 55 Jahre, heute erzählt, wie eine Stiefschwester bekommt, die Eltern adoptieren ein Kind. Er überredet sie, auf einer Baustelle zu spielen und das Mädchen verunglückt auf dieser Baustelle. Und er gibt sich da selbst die Schuld und mit dieser Schuld wächst er auf und versucht mit Hilfe von Alkohol dann sein Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen und dieses Schuldgefühl beiseite zu schieben. Ich kann nicht sagen, dass alles gut läuft in meinem Leben, aber was ich weiß ist, und er zitiert Jose 1, Vers 9, ich bin mit dir, wohin du auch gehst. Er sagt, was ich weiß, die größte Macht des Universums ist auf meiner Seite und kämpft mit mir in meinem Leben. Diese Erfahrung hat auch eine Mutter mit einem behinderten Kind gemacht. Sie hat ihre Geschichte zu dem Buch beigesteuert. Meine Tochter Friederike kam 1991 unter dramatischen Umständen zur Welt. Ihr Weg ins Leben war steinig und bald nach der Geburt stellte sich heraus, dass sie aufgrund einer zerebralen Lähmung wahrscheinlich nie laufen können würde. Du hast keine Wahl, keine Alternative. Du bist nicht egal, du bestehst nur auf Liebe. Andy Weiß möchte mit seinen leisen Liedern Mut zum Selberglauben machen. Bei seinem Publikum kommt's an. Die Gespräche zwischendurch, die haben die Musik sehr, sehr gut verbunden und alles in allem fand ich es rundum gelungen. Viel Lebenserfahrung oder auch vielen Gesprächen. Also ich glaube, er hat viel auch von anderen Menschen mitgenommen. Also ich finde einfach die Geborgenheit, die wir bei Gott finden dürfen. So, das kam für mich so rüber, ja, von der Palme runterkommen und doch zu sagen, nämlich so wie ich bin und so, das fand ich einfach schön. Ich bin auf so Konzerten, auch wenn es jetzt nicht Rockmusik ist, auf die ich auch wirklich eher stehe, oder Popmusik, hilft's, nachdenklich zu werden und zufrieden zu werden. Andy Weiß, ein Musiker, der die leisen Töne entdeckt hat. Andy Weiß ist heute bei uns. Herzlich willkommen. Wie ist denn das jetzt so? Sie sind jetzt schon seit einigen Wochen mit dem Programm unterwegs. Ist es dann nicht so als Musiker, dass man manchmal auch Lust kriegt, wieder richtig laut Musik zu machen? Fast gar nicht. Also ich habe jetzt in den letzten Wochen einiges an Konzerten gespielt und da ist eher der Wunsch, mal gar nichts zu machen, mal still zu sein, ein Konzert ausfallen zu lassen, um erstmal das zu verarbeiten, was eigentlich bei diesen Konzerten so nach oben kommt. Das ist wie so ein Echolot. Man gibt so ein Konzert rein, man gibt die Geschichten, die Lieder, das, was man zu erzählen hat, rein. Und dann ist das sehr, sehr spannend, was zurückkommt, was ich an Mails kriege, an Anrufen, an Gesprächen nach den Konzerten habe. Wie ist denn da die Reaktion? Das ist interessant, wenn Menschen kommen und sagen, im Beitrag hat man gerade gesehen, die Geschichte mit dem, oder gehört die Geschichte mit dem behinderten Mädchen. Ich war letztens in einer Buchhandlung, kommt ein Mädchen, das genau diesem Mädchen in dem Rollstuhl identisch sah, kam in diese Buchhandlung rein. Ich würde dir gerne diese Geschichte vorlesen. Ich lese die Geschichte vor, die Mutter steht mit Tränen in den Augen da und sagt, mein Kind ist genauso alt, es ist die gleiche Geschichte gewesen und wir haben genau dieses Schicksal durchgemacht und genau diese Erfahrung gemacht.
Und wenn man das teilen kann, das kann man nicht so schnell dann auf dem Weg nach Hause im Zug verarbeiten und dann schreibt man den Kalender rein, schön war's, wir gehen nach Hause. Das geht unter die Haut und das muss man auch immer erst so ein bisschen sich setzen lassen. Jetzt fangen wir mal ganz am Anfang an. Wie kam es denn zu der Idee für die CD und für das Buch? Ich mache viel Lautes. Ich will auch viel Lautes machen, weil ich glaube, dass wir als Kirche, als Christen kräftig mittrommeln sollten, in dem, wo es um Meinungsbildung geht. Wo geht's hin im Leben? Wo ist Sinn im Leben? Wo kann man auch einen Sinn finden für sein eigenes Leben? Und da, glaube ich, haben wir kräftig die Möglichkeit mitzutrommeln und sollten da auch mittrommeln. Deshalb mache ich auch gerne und viele laute Projekte. Merke aber auch, dass in dieser ganzen Klingelton-genervten Welt die leisen Töne vielleicht auch eher Herzen erreichen, als das, was wir sonst im Fernsehen, im Radio oder wo auch immer laut miterleben. Auf der einen Seite wollte ich was Leises machen, um Menschen zu erreichen, auf eine andere Art und Weise. Auf der anderen Seite ist es für mich auch so ein bisschen von der Form ein bisschen zurückschrauben und zu sagen, ich mache mal für mich auch mal was Ruhiges, für mich mal was Leises, um nicht immer nur dieses Feuerwerk anzünden zu müssen von großen Projekten oder großen Veranstaltungen. Und ich merke auch, wie gut mir das tut, mal einen Gang langsamer zu schalten, ruhiger zu werden. Mhm. Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie wollen Menschen erreichen. Was wollen Sie denn den Menschen weitergeben? Was ist denn das Ziel mit dem Buch und der CD? Ich finde den Psalm 23, den fast jeder kennt, das ist so der populärste Psalm, so wunderbar, wo es heißt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich mich nicht, du bist bei mir. Mein Wunsch ist es so oft zu sagen, ich habe hier eine schwierige Erfahrung in meinem Leben, ich bete und dann wird es irgendwann gut werden. Oder auch Menschen, die zu mir ins Büro kommen, haben oft das Bedürfnis zu sagen, so jetzt komme ich zu dem, erzähle mein Leid und dann beten wir zusammen und dann wird das schon irgendwie alles gut werden, wenn ich einen gewissen Frömmigkeitsstil oder wie auch immer will. Meine Erfahrung ist eine ganz andere, zu sagen, es ist eigentlich viel größer, das Versprechen. Gott reiht sich ein, Gott geht mit mir mit, wenn es gut läuft und wenn es schlecht läuft, Gott ist dabei. Und das ist, finde ich, viel, viel schöner zu wissen, ich bin im finsteren Tal und bin begleitet. Das möchte ich anderen Menschen so durch meine Art zeigen, aber auch indem ich diese Geschichten zeige, indem ich Menschen auch die Botschaft weiter sage. Ist es nicht manchmal so, dass man durch schwere Zeiten geht und man fühlt sich, als wäre Gott überhaupt nicht dabei? Genau deshalb brauchen wir andere Menschen, die sich mit uns solidarisieren. Ich glaube, dieses Buch ist eine große Geschichte, wo sich Menschen solidarisieren können. Ich lese hier von einem behinderten Mädchen und merke, da geht es jemand genauso. Ich lese hier von Schuld und merke, da hat jemand gelernt, mit Schuld zu leben oder auch mit Vergebung zu leben. Und plötzlich hat es eine Bedeutung für mein Leben. Ich glaube, wir brauchen Menschen. Deswegen ist es auch gut, dass wir Gottesdienste zusammen feiern oder dass wir Glauben zusammen leben. Indem wir gemeinsam Glauben leben, solidarisieren wir uns auch gegenseitig miteinander. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir brauchen Gott und wir brauchen den anderen Menschen. Warum lässt Gott Leid überhaupt zu? Die Frage habe ich nicht versucht, in diesem Buch zu klären. Und ich maße mir auch nicht an, diese Frage zu klären. Ich weiß es nicht. Also müsste ich eigentlich, vielleicht ist es die Anforderung zu sagen, Mensch, du bist Diakon, du machst das beruflich. Mhm. Du bräuchtest jetzt eigentlich die Top-Antwort, warum Gott Leid zulässt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Gott uns begleitet im Leid. Und ich kann sie nicht beantworten. Es wird irgendwann der Tag kommen, da werden wir vielleicht Antworten drauf finden. Aktuell weiß ich es nicht. Ich lese jetzt mal ein Zitat von Ihnen vor. Sie sagen, manchmal übersieht man Gott, weil man auf große Wunder hofft. Aber je länger ich meinen Glauben lebe, desto öfter entdecke ich Gott in den kleinen, leisen Dingen. Was sind denn das für Dinge, wo Sie Gott in Ihrem Leben entdecken? Ich habe mich letztens mit einem Freund unterhalten. Was würden wir machen, wenn wir nur noch ein halbes Jahr zu leben hätten? Mhm. Aus gegebenen Anlass, da war jemand krank in der Gemeinde und hat genau diese Diagnose bekommen. Und Patrick, mein Spätzl, der ist sehr sportlich und er hat gesagt, ach, auf die und die Berge, da war ich schon oben, auf die und die Berge darf ich nicht gehen, da lässt mich meine Frau nicht hoch, die sind zu gefährlich. Die würde ich besteigen, ja. Und er hat gesagt, was würdest du machen? Dann habe ich gesagt, na, ich würde, glaube ich, als erstes mal keine Überstunden mehr machen. Und ich würde mal aus meinem Büro rausgehen und mich ganz, das war eine wirre Stunde, aber ich habe es wirklich gesagt, ich würde mich einfach mal vor einem Baum stellen und mir so einen Baum anschauen. Oder ich würde, wenn Sommer wäre, würde ich mich einfach mal in die Sonne stellen und diese alltäglich stinknormalen Geschenke, die uns Gott täglich schenkt, wie ein Job, über den wir meistens schimpfen, weil er ja so anstrengend ist, über ein Haus, das wir haben, über Essen, das wir haben, über die Sonne, über die Zeit, die wir geschenkt bekommen, die normalen Geschenke, die doch so großartig sind und doch so alltäglich sind, über die möchte ich lernen, mich zu freuen, weil das eigentlich große Dinge sind, die man so lange rausschiebt, bis vielleicht irgendwann die Diagnose kommt, jetzt haben sie nur noch ein halbes Jahr zu leben und dann merkt man erst, was man für Geschenke alles so auf seinem Weg liegen lässt links. Sie sind jetzt Diakon, für Sie ist es völlig normal, dass es Gott gibt. Ich kann mir vorstellen, dass es aber einige Leute gibt, für die das nicht so normal ist. Wo kann man Gott da erkennen oder wie erkennt man, dass es jetzt nicht schön ist oder Zufall, sondern dass es wirklich Gott ist? Ich möchte die Aussage nicht unterstreichen. Ich glaube, jemand, auch der das beruflich macht, es gibt keine Berufschristen. Es gibt nicht Leute, die machen irgendwann eine Ausbildung und dann unterschreiben sie irgendwas und dann sagen, ah, jetzt glaube ich an Gott und an diesem Glauben, an diesem Wissen, an dieser Gewissheit ändert sich nichts mehr. Eine Beziehung besteht auch aus Zweifel.
Der Hiob lernen wir kennen in der Bibel. Der Hiob baut seine Beziehung zu Gott aus, indem er hadert, indem er ihn anklagt und indem er seine Schwierigkeiten vor Gott bringt. Und das ist wichtig. Und das möchte ich mit Menschen teilen. Und ich glaube, wenn man zu seinen eigenen Zweifeln steht, auch Zweifeln, die man Gott gegenüber hat, wenn man seine eigenen Grenzen benennt, dann können wir vielleicht auch mit Menschen ins Gespräch kommen, die jetzt von Gott nicht so viel erwarten, weil sie das vielleicht auch nicht so gelernt haben, weil das in ihrer Biografie nicht so da ist. Ich möchte lernen, mit Menschen zu fragen, bevor ich Antworten gebe. Also das ist mir ganz wichtig. Menschen, die Gott kennengelernt haben, gefunden haben, haben hier in diesem Buch Geschichten aufgeschrieben, beziehungsweise Andy Weiss hat sie aufgeschrieben. Sie haben sie erzählt. Wir haben jetzt hier die CD von Andy Weiss und das Buch Fünfmal hier. Der Gerd Medienverlag hat die uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und die geben wir gerne an Sie weiter. Melden Sie sich bei uns unter 0180 5 16 17 18 oder per E-Mail unter info@gottseidank.tv. Dankeschön, dass Sie da waren. Vielen Dank.